Nous faisons mémoire pour remercier ceux qui se sont battus pour la liberté, pour remercier et nous unir à ceux qui bâtissent la paix en Europe depuis 50 ans. Halten wir die Erinnerung wach, damit die Wahrheit den Opfern nicht verweigert werde, damit der Schrei von damals nie wieder wahr sei. Facciamo memoria per restare vigili affinché il sordo richiamo dell'odio e della violenza non vanifichi i gesti di solidarietà che siamo chiamati a compiere. Halten wir die Erinnerung wach, damit wir eine Schweiz aufbauen, die nicht mehr Angst hat. Damit wir eine Schweiz aufbauen, die die Würde jedes Menschen achtet. May 1945, Ende des Krieges in Europa. Wir begehen heute gemeinsam einen Tag des Gedenkens an dieses Ereignis. Ich habe mich gefragt, ob ein solches Gedächtnis überhaupt geziemend sei, denn wir Schweizer haben zur Beendigung des Krieges nichts beigetragen. Ein gütiges Schicksal, unser eigener Wille, die Freiheit zu verteidigen und anders gelagerte Interessen der kriegführenden Mächte haben uns vor dem Krieg verschont. Es ist für uns daher unbestrittenermaßen auch ein Tag des Dankes an jene, welche die nationalsozialistische Schreckensherrschaft in Europa unter großen Opfern niedergerungen haben. Es ist aber auch ein Tag der Trauer und der Reue über das Geschehene, der Mahnung und der Hoffnung für die Zukunft. Ich habe mich gefragt, ob das Datum für diese Feier richtig sei, ob die Besinnung nicht zu früh oder aber zu spät erfolge. Zu früh, weil in Asien an jenem 8. Mai 1945 der Krieg noch unvermindert heftig und brutal während Monaten weiterging bis zum Abwurf auch noch der zweiten Atombombe. Zu spät, weil viele Ereignisse vor Ausbruch des Krieges zu gedenken wären, die auf die kommenden Katastrophen hindeuteten. Ich denke hier vor allem das Jahr 1933 mit Reichstagsbrand, Ausschaltung der freien Presse, Verbot der Kommunistischen Partei, dann das kurz darauf beschlossene Ermächtigungsgesetz und den damit einsetzenden rasanten Abbau der Demokratie in Deutschland. An das Verbot der Sozialdemokratischen Partei, die als einzige gegen das Gesetz gestimmt hatte. An die Auflösung des Parlaments. Die Außerkraftsetzung der Verfassung. Die Zerschlagung der Gewerkschaften. Die stufenweise Entrechtung der Juden durch die Nürnberger Gesetze und dann 1938 die sogenannte Reichskristallnacht, die mit Kristall nichts zu tun, mit Terror aber sehr viel zu tun hatten. Dies waren einzelne Marksteine auf dem Weg zu diesem schrecklichen Krieg. Dass dieser Krieg geschehen ist,
dass dabei über 60 Millionen Menschen ihr Leben ließen. Das unsägliche Leid, das über Generationen von Menschen gebracht wurde, ist heute ein Grund zur Trauer. So begrüße ich Sie, meine Damen und Herren, hier im Berner Münster und bedanke mich bei den Initianten und den Organisatoren für diese Stunde des Nachdenkens, in welcher wir, die diese Zeit zwischen 1933 und 1945 erlebt haben, uns fragen sollten, wo bin ich gestanden und was habe ich getan? Für die später Geborenen könnte die Frage lauten, wo wäre ich gestanden und was hätte ich getan? Die Antwort ist heute einfacher zu geben als damals. Stellen Sie sich die politische Lage von 1940 und all die Spannungen vor. Am 10. Juni 1940 trat Italien in den Krieg ein und am 22. Juni kapitulierte Frankreich. Damit war die Schweiz völlig von den Achsenmächten umgeben. Spätestens dann wussten wir, dass der Spielraum für Regierung und Armee klein wurde. Glauben Sie mir, da haben wir für die Standfestigkeit der Regierung gebetet. Das Vertrauen in den General war hingegen völlig unbestritten. Dennoch, weniger Willfährigkeit und mehr Zivilcourage wären geboten gewesen. Vor Ausbruch des Krieges und während des Krieges, bei der Einführung des Judenstempels und dann auch ab 1941 in der Asylpolitik. Die schweizerische Asyl- und Flüchtlingspolitik wurde zwar vom Bundesrat bestimmt, es wäre aber falsch zu glauben, dabei hätte es sich nur um einsame Entscheide gehandelt. Viele Kreise der Bevölkerung waren damit durchaus einverstanden. Damals wussten es einige, heute wissen wir es alle. Diese Politik trieb viele Menschen in den Tod. Mit dieser Tatsache sehen wir uns heute konfrontiert. Auch wenn sich die jüngeren Generationen nicht vorstellen können, unter welch immensem Druck damals Bundesrat und Bevölkerung standen. Dennoch bleibt Grund und Anlass zur Reue darüber, dass man nicht merken wollte, dass man hinwegsah, dass man beschwichtigte. Umso dankbar sind wir heute dafür, dass Einzelne viel Mut und Zivilcourage gezeigt haben und dennoch Hilfe geleistet haben. Hauptmann Grüninger, Botschafter Lutz, die Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz und viele, viele andere. Die Stunde gebietet es, der Menschen, die sich in schweren Zeiten für Menschenwürde, Freiheit und Demokratie eingesetzt und gekämpft haben, in Dankbarkeit und mit Respekt zu gedenken. Die Stunde der Besinnung bleibt ohne Sinn, wenn wir nicht versuchen, aus der Vergangenheit Lehren zu ziehen. Ich selber bin durch diese Zeit stark geprägt und habe mich immer wieder gefragt, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Ich bin zum Schluss gekommen, Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und Frieden seien einmal erworben, nicht auf ewig gesichert, sondern müssen Tag für Tag neu verteidigt werden. Vor allem aber genügt es nicht, immer bei der Mehrheit zu sein. Gelegentlich setzt Verantwortung nicht nur Wissen,
sondern auch Mut zur eigenen Meinung, Mut zur Tat und Bereitschaft zur Solidarität voraus. Es mangelt uns dafür nicht an Gelegenheiten. 50 Jahre Kriegsende heißt leider nicht 50 Jahre Frieden. Die Geschichte der Kriege und Konflikte seit 1945 füllt Bände. Seit 3 Jahren tobt quasi vor unserer Haustür ein Krieg, in dem es auch nur Verlierer geben wird. Die Erkenntnisse über die Zeit zwischen 1933 und 1945 haben auch nicht ausgereicht, um den Faschismus unmöglich zu machen. Gewisse Vorfälle hier in der Schweiz, politische Tendenzen und zum Beispiel auch die letztjährigen Diskussionen um ein Rassismusverbot müssen uns eine Mahnung dafür sein, dass Wachsamkeit und Zivilcourage wieder geboten sind. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten, mit sozialen Spannungen, haben Demagogen ein leichtes Spiel. Es wird dann einfach, die Schuld für Schwierigkeiten den anderen zuzuschieben und politische und andere Gegner auszugrenzen. Meine Damen und Herren, vergessen wir trotz allem eines nicht. In diesen schwierigen Zeiten gab es in der Schweiz auch Positives. Die Schweiz war in Kriegsjahren solidarischer. Sie war politisch, kulturell und sozial zusammengewachsen. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat an dieser Solidarität und an diesem Zusammengehörigkeitsgefühl leider etwas genagt. Partikulärinteressen und Ausgrenzungstendenzen prägen die aktuelle politische Diskussion. So mag in der heutigen Stunde der Besinnung die Hoffnung wachsen, die Schweiz werde in Zukunft die Solidarität in der Gemeinschaft neu entdecken und verwirklichen, auch ohne Bedrohung von außen. Dies ist unsere Aufgabe. Ich danke Ihnen. Thank you.
Bis wann willst du mich ganz vergessen? Bis wann birgst du dein Angesicht vor mir? Bis wann noch belaste ich meine Seele mit Sorgen? Trage ich den Tag hindurch Kummer in meinem Herzen? Bis wann noch erhebt sich mein Feind über mich? Schau her, erhöre mich, du mein Gott. Erleuchte meine Augen, sonst muss ich zum Tod entschlafen. Sonst spricht der Feind, ich hab ihn übermocht. Und meine Dränger freuen sich, da ich wanke. Ich aber, auf deine Liebe trau ich. Es freut mein Herz sich deiner Rettung. Singen will ich ihm, der mir am Ende wohlgetan. Es sei nahe, Herrim, mea inia Esri me imadoshem, ose shamayim varetz. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Georg Thürer, Waffenruhe, Neue Zürcher Zeitung vom 8. Mai 1945. Die Kanonen schweigen, die Glocken erklingen. Das Geläute, das nicht in die Schmelze wandern und dem Kriege dienen musste, darf nun zwischen Ostern und Pfingsten die Vorzeichen des Friedens verkünden. Der Tag ist der Arbeit zurückgegeben. Die Nacht hat ihre von keinem Alarm durchschrillte Stille und die traulichen Lichter menschlicher Geborgenheit zurückgewonnen. Die Verdunkelung des Abendlandes hat aufgehört. Sollen wir jubeln oder stille sein? Wir möchten beides und dürfen es auch. Wenn wir den Jubel in Dank und die Stille in Sammlung, in Bereitschaft für das verwandeln, was morgen Not tut. Für heute lasst uns auf dem Marsche durch diese Zeit einfach zu einem kurzen Stundenhalt zusammentreten. Armeebefehl von General Henri Guisan vom 15. Mai 1940. Ich erinnere an die hohe Pflicht des Soldaten, an Ort und Stelle erbittert Widerstand zu leisten. Verzögerungskampf führen nur zum Vornherein und durch besonderen höheren Befehl bestimmte Truppen. Überall dort, wo Halten befohlen ist, macht es sich jeder Kämpfer, auch wenn er auf sich allein angewiesen ist, zur Gewissenspflicht, auf der ihm zugewiesenen Stelle zu kämpfen. Die Schützentrupps, ob überholt oder umzingelt, kämpfen in ihrer Stellung, bis keine Munition mehr vorhanden ist. Dann kommt die blanke Waffe an die Reihe. Die Mitrailleure, die Kanoniere der schweren Waffen, die Artilleristen, ob im Bunker oder auf dem Feld, verlassen ihre Waffen nicht und zerstören sie, bevor sich der Gegner ihrer bemächtigt. Dann kämpfen Bedienungsmannschaften weiter wie Schützentrupps. Solange ein Mann noch eine Patrone hat
oder sich seiner blanken Waffen noch zu bedienen vermag, ergibt er sich nicht. Damit weiß jeder, was ich von ihm erwarte und was sein einziger Gedanke sei: bereit zu sein, das Leben einzusetzen, dort, wo ihn die Pflicht hingerufen hat. Rütli-Brief eines Offiziers an einen Schweizer Soldaten. In diesem Moment haben wir nicht nur wortlos den Rütli-Schwur erneuert, sondern auch unser Gelöbnis an die Heimat. Dies Gelöbnis der 650 Truppenführer war der Schwur der ganzen Armee, der ganzen Schweiz. Wenn es jetzt Gott gefallen sollte, uns auf die Probe zu stellen, so sind wir bereit. Und es ist gut, wenn alle dies wissen. Ihr sollt die heilige Aufgabe kennen, du und alle deine Kameraden. Die Aufgabe heißt standhalten. Standhalten als ein einiges, geschlossenes, ruhiges Schweizer Volk. Ein einziger Block ohne Ritz. Ein einziger unbändiger Wille zur Verteidigung des Landes. So unermesslich mächtig, wenn das Volk als Hüter des Gotthardes aufsteht. L'engagement des femmes. Un témoignage. À Mervilliers, les hommes étaient partis. Les femmes faisaient tout à bras. On vivait de nos cultures. Quand on avait du blé, on allait le faire moudre et on faisait le pain nous-mêmes. Les paysans étaient mobilisés. C'est les femmes qui ont tout fait. Si bien qu'un homme du gouvernement a dit « À qui doit-on d'avoir réussi à traverser toutes ces années de guerre ?» si ce n'est aux femmes. Die neutrale Schweiz, Ort der Sicherheit, Land der Zuflucht. 4,3 Millionen Schweizerinnen und Schweizer blieben vom Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont. Zu Beginn des Krieges im September 1939 befanden sich ca. 7.100 Flüchtlinge in der Schweiz. Bis zum 31. Juli 1942 kamen rund 1.200 weitere Flüchtlinge dazu. Bis zum 31. Dezember stieg die Zahl der Zivilflüchtlinge auf rund 18.000. Bei Kriegsende 1945 beherbergte die Schweiz über 115.000 Flüchtlinge. Insgesamt fanden 280.000 Flüchtlinge vorübergehend in der Schweiz Zuflucht. 28.512 jüdische Flüchtlinge hatten in der Schweiz Asyl erhalten. Hier überlebten insgesamt 47.000 Juden die Shoah. Unser Land mit seiner Pracht, seine Berge, seine Fluren sind die Zeugen deiner Macht, deiner Vatergüte Spuren. Alles in uns betet an.
Großes hast du uns getan. Per quanto tempo, Signore, vuoi dimenticarmi? Per quanto ancora vuoi nascondermi il tuo volto? Fino a quando vivrò nell'angoscia tutto il giorno con il cuore in pena? Fino a quando l'avrà vinta il mio nemico? Guardami, Signore, rispondimi, mio Dio. Rendi ancor vivo il mio sguardo, perché non mi addormenti nella morte. Il mio avversario non canti vittoria, i miei nemici non godano della mia rovina. Thank you.
die Zahl der Toten, die der Krieg während seiner 6-jährigen Dauer gefordert hat, vermag niemand, auch nur annähernd, zu beziffern. Man muss jedoch heute davon ausgehen, dass von 1939 bis 1945 unter den Soldaten und unter der Zivilbevölkerung insgesamt mindestens 62 Millionen Männer, Frauen und Kinder ihr Leben verloren haben. Zwischen dem 1. September 1939 und dem 8. Mai 1945 wurden 6 Millionen jüdische Männer, Frauen und Kinder ermordet. Baal Shem Tov. Das Vergessen wollen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Elie Wiesel. Oublier signifierait trahison. Si nous avons survécu pour trahir les morts, mieux aurait valu ne pas survivre. Wir erinnern uns unserer 6 Millionen Toten, die starben, als Wahnsinn die Welt regierte und das Böse auf Erden herrschte. Wir erinnern uns derer, von denen wir wissen, und derer, deren Namen verloren sind. Wir trauern um alles, das mit ihnen gestorben ist, um ihre Güte und um ihr Wissen, mit dem vielleicht die Welt hätte gerettet, so viel Leid hätte gelindert werden können. Wir trauern um die Weisheit und um den Humor, der starb, um das Lernen und das Lachen, das verloren ging. Wir trauern um die Männer, Frauen und Kinder, um die Familien, um die Gemeinden, die nicht mehr sind. Die Welt ist ärmer geworden und Kälte erfasst unsere Herzen, wenn wir an all die Pracht denken, die hätte sein können. Wir sind dankbar, dass sie auch noch im tiefsten Leiden Menschlichkeit und Güte bewahrten. So sind sie uns Kerzen, die aus der Dunkelheit jener Jahre hervorscheinen, und in ihrem Licht erkennen wir, was gut ist und was böse. Wir bezeugen unsere Achtung vor den nichtjüdischen Männern und Frauen, die den Mut hatten, nicht mit den Hunden zu heulen, sondern mit uns zu leiden. Auch sie sind seine Zeugen, eine Quelle der Hoffnung in unserer Verzweiflung. Möge das Leiden unseres Volkes bewirken, dass Gleiches nie wieder geschieht. Das Opfer sei nicht umsonst gewesen. In unserem tagtäglichen Kampf gegen Grausamkeit und Diskriminierung, gegen Unterdrückung und Verfolgung, für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit,
für Gerechtigkeit und Frieden soll ihr Andenken uns Kraft und Ansporn geben. Schweigend ehren wir unsere Märtyrer, die seinen Namen auf Erden geheiligt haben. Wir gedenken auch der 220.000 Sinti und Roma, die unter dem nationalsozialistischen Rassenwahn ermordet wurden. Wir gedenken der Zehntausenden homosexuell lebender Menschen, die dem Hass und der Verfolgung zum Opfer fielen. Wir gedenken der Zehntausenden Behinderte, denen das Recht auf ihr Leben geraubt wurde. Wir gedenken besonders der vielen Aufrechten, die sich dem Bösen widersetzten und lieber Degradierung, Verfolgung und sogar den Tod hinnahmen, als die Würde des Menschen zu verraten. Gott voller Erbarmen, gegenwärtig in den Höhen, erlasse ihre aller Seelen unter den Flügeln seiner Gegenwart vollkommene Ruhe finden. Amen. Hermann Broch, diejenigen, die im kalten Schweiß der Hinrichtung täglich, nächtlich erbleichen, die höllenhaft Fiebernden, hätten heute ein Recht zu singen. Und wenn sie es täten, sie täten es in fürchterlich neuer Sprache, in der kein Wort dem anderen mehr ähnelt. Aber sie schweigen. Sie tragen den Knebel des Schicksals weiter in ihren Mündern, zwischen den schmerzenden Kiefern. Denn was sie zu sagen hätten, wäre uns stumm. Ein schrilles Glucksen der Zerstörung. Darum hat uns, die wir es hören müssten, das Schicksal die Ohren verstopft. Wir starren sie an. Sie starren uns an. Die Augen, die ihren, die unseren, vermögen noch zu blicken und sich vorzulügen, dass sie die Menschengestalt sehen. Wehe, wenn einer spricht.
Primo Levi, voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nei vostri cuori, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. Oh, vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me mettrai-je en souci, le chagrin au cœur chaque jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il le dessus?
Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Homélie prononcée le 10 mai 1945 à la cathédrale de Fribourg. L'heure aujourd'hui de la paix, c'est aussi l'heure d'une vaste, d'une immense douleur. La pensée de trop de deuil pèse sur nous, de trop de chers visages que nous ne reverrons plus, de trop de meurtres et de trop de viols, de trop de chambres de torture et de trop de massacres, de trop de sadisme et de trop de bestialité, de trop de ces atroces Vernichtungslager, de trop de mensonges de la part des chefs et de trop de veuleries de la part des masses. La pensée aussi de trop de trahisons de trop nombreux chrétiens pour que l'immense sanglot accumulé au plus profond de notre âme pendant 6 années ne soit pas prêt d'éclater. Was wir nie vergessen dürfen, die Volksstimme vom 8. Mai 1945. Bei alledem wollen wir aber nicht vergessen, und es kann nicht genug daran erinnert werden, dass es auch bei uns einen Klüngel von Hitler-Begeisterten gab, die das Nazi-Regiment aufrichten, die schweizerische Demokratie in ein einziges Konzentrationslager verwandeln wollten. Wenigstens für jene, die nicht zu allem voraus an die Wand gestellt worden wären oder an Laternenpfählen gebaumelt hätten. Erich Fried, ausweichen. Ich weiß, dass ich oft oder meistens ausweichen will. Ich weiß auch, dass das verständlich ist, denn ich will leben. Aber ich weiß nicht mehr, ob man leben bleibt, wenn man ausweicht. Reformiertes Kirchenblatt vom 12. Oktober 1939. Man kann nicht 5 Monate lang an der Landesausstellung proklamieren, dass die Schweiz zum Heilen und Helfen da sei, dass sich Güte und Stärke bei ihr paaren müssen, ohne dass man in der Praxis davon etwas merkt. Katholische Kirchenzeitung vom 8. Oktober 1942. Es sind empörende Vorkommnisse, welche in den letzten Wochen das Schweizer Volk aufgewühlt haben und ihren Niederschlag in Presse und Parlament fanden. Haben schon bekannt gewordene Einzelfälle unglaublich angemutet, so ist man geradezu betroffen, wenn man hört, dass im August nicht nur Einzelne, sondern Hunderte an die Grenze zurückgestellt und dem Henker ausgeliefert wurden. Die Erklärung, 9000 Emigranten seien das Maximum des Tragbaren, wurde als nicht rühmenswert bezeichnet. Mit einer solchen Zahl können wir proportional zu den über 4 Millionen Einwohnern vor der Geschichte nicht bestehen.
Max Frisch, Großvater und Enkel im Gespräch. Das Gedächtnis. Jonas, das Gedächtnis. Das schwindet, sagst du. Im Gegenteil, Jonas. Ein alter Freund in Paris, aber du kennst ja keine Maler, ich weiß. Auch Schweizer, sonst wäre er ja nicht Sanitäter in der schweizerischen Armee gewesen damals. Also ist er heute auch 70. Und plötzlich berichtet er, was er als Sanitätsgefreiter auf einem Posten beobachtet hat. Vor einem halben Jahrhundert, 1941, auf einer Brücke am Rhein. Wir kennen einander seit 30 Jahren. Ich wohnte gelegentlich bei ihm. Aber noch nie hat Gottfried über seine Militärdienstzeit berichtet. Und jetzt, ohne Zusammenhang, plötzlich, dass er von seinem Posten aus hat sehen können, wie wieder ein paar Juden versuchten, durch den Rhein zu schwimmen, um der SS zu entkommen. Der Rhein vor Basel ist ja kein Bach. Da wäre ein Walter Benjamin nicht bis zum ersten Brückenpfeiler gelangt. Die kleine Anne Frank auch nicht. Aber einem gelang es in jener Nacht, kaum zu glauben. Als er von den braunen Strudeln am Pfeiler nicht weggerissen wurde, wie alle anderen, sondern sich halten konnte, da glaubte er natürlich, gerettet zu sein. Natürlich wusste er, Durchgang strengstens verboten. Gottfried als Sanitäter ohne Waffe hatte nicht zu schießen. Und das gab dem Juden offenbar nochmals Kraft. Er schaffte es tatsächlich bis zum schweizerischen Ufer, wo er sich an irgendeiner Kante grad halten konnte, mit einer Hand. Eine Weile lang, sagt Gottfried. Und dann kam am Ufer entlang ein Leutnant, ein schweizerischer also, der seine Order kannte, die Bekannte, und trat mit dem Absatz seines Stiefels auf die vier klammen Finger und weg. Platsch. Vermutlich ersoff der junge Jude, bevor der Rhein ein deutscher Strom wird. Der Alte setzte sich wieder ans Kamin. Reden wir von etwas anderem. C'était terrible. On voulait nous refouler. Les Allemands nous attendaient de l'autre côté du poste frontière de Delémont. Les femmes pleuraient. Les enfants chialaient. On était sur le point d'être remis aux Allemands lorsqu'un douanier s'est révolté. Il avait les larmes aux yeux. Les fonctionnaires de Berne étaient là. Il leur a dit, « Écoutez, si vous refoulez tous ces gens avec leurs enfants, je vous préviens, je les tue tous et je vous tue ensuite. » Et il était sérieux, tellement qu'il était bouleversé de voir comment on nous envoyait à la mort carrément. Nous lui devons la vie. Diejenigen, die das Ufer nicht erreichten. Wie viele Flüchtlinge, die während des Krieges versucht haben, in unserem Land Aufnahme zu finden, an der Grenze zurückgewiesen worden sind, lässt sich nicht genau feststellen, da eine vollständige Erfassung des Zustroms in gewissen Zeiten unmöglich war. Sehr viel größer als die Zahl der Zurückgewiesenen war jedenfalls die Zahl derer, die zufolge der von der Schweiz ergriffenen Maßnahmen bereits vom Versuch abstanden, in unser Land zu gelangen.
Wenn in dieser Hinsicht von vielen Tausenden gesprochen wird, so liegt darin sicherlich keine Übertreibung. Aufgrund der bei der Polizeiabteilung eingegangenen Rapporte ergeben sich immerhin folgende Zahlen von Rückweisungen. August bis Dezember 1942 1056, 1943 3344, 1944 3986, 1945 1365, zusammen also 9751. Wir wissen allerdings heute, dass diese Rapporte keineswegs alle Fälle von Rückweisung erfassen. Bundesrat Giuseppe Motta im Jahre 1937. Ein Staat, der es zulässt, dass Waffen frei hergestellt und in Gegenden exportiert werden, in denen Kriege oder Revolutionen brodeln, steht als Komplize da. Die Eidgenossenschaft kann einen solchen Zustand in Zukunft nicht mehr hinnehmen. Eine Wirtschaftsbilanz. 1935 belaufen sich die Kriegsmaterialexporte der Schweiz auf etwas über 3 Millionen Franken. 1938 steigen sie auf 40 Millionen. Dann erklimmen sie Rekordhöhen, 152 Millionen im Jahre 1940, 205 Millionen 1941, 185 Millionen 1942 und 176 Millionen 1943. Hauptsächlich gehen diese Waffen ins Deutsche Reich und nach Italien. 1944 wird noch für 30 Millionen Franken Kriegsmaterial exportiert. Wie die deutsche Kriegsmaschinerie versuchte, die schweizerische Neutralität für ihre Zwecke zu nutzen. Das deutsche Auswärtige Amt an die Gesandtschaft in Bern. Geheime Reichssache, Berlin, den 29. Juni 1942. Erstens. Das Oberkommando der Wehrmacht hat die Frage aufgeworfen, ob und gegebenenfalls welche Sicherungsmaßnahmen gegen Sabotageangriffe bei dem St. Gotthard-Tunnel getroffen sind. Diese Frage ist insofern nicht nur von allgemein verkehrspolitischem, sondern auch von besonderem militärischem Interesse,
als auf diesem Wege ein großer Teil des Nachschubs für das Afrika-Korps befördert wird. Zweitens, ich bitte die Frage eines ausreichenden Schutzes des St. Gotthard-Tunnels bei der schweizerischen Regierung mündlich und vertraulich zur Sprache zu bringen. Ich bitte Sie, bei Ihren mündlichen Ausführungen nur das rein zivile Interesse erkennen zu geben und im Übrigen das eigene Schweizer Interesse an einer ausreichenden Sicherung in den Vordergrund zu stellen. Bei derselben Gelegenheit bitte ich auch die Frage eines ausreichenden Flakschutzes der Schweizer Industrie anzuschneiden. Auch hier ist unser Interesse in erster Linie ein militärisches und betrifft ganz besonders die Kriegsgeräteindustrie um Zürich, die weitgehend für die deutsche Rüstungsindustrie arbeitet. Neutrale Schweiz, la neutralité en question. Une Suisse ainsi dépendante économiquement de l'Allemagne pouvait-elle honnêtement se targuer encore de sa neutralité? Quelle que fût l'authenticité des rumeurs, personne ne pouvait nier les échanges étroits et de plus en plus exclusifs entretenus entre les deux pays. On conçoit donc la gêne devant ces liens économiques trop serrés et inégaux, soit que la neutralité ne semblât plus qu'un concept vide, soit que l'on craignît l'asservissement politique, soit que l'on crût à des mesures de rétorsion anglo-américaine. Die Neutralität im Krieg. Es leuchtet ein, dass es den Handlungsspielraum eines neutralen Kleinstaates außerordentlich einengen musste, auf Gedeih und Verderb von einer alles beherrschenden Hegemoniemacht abhängig zu sein. Da es sich um einen Binnenstaat handelte, der keinen Zugang zum offenen Meer hatte und dessen sämtliche Versorgungslinien durch die Achsenmächte kontrolliert werden konnten, befand er sich in einer außergewöhnlichen Situation. Es war daher nicht verwunderlich, dass das kleine und wirtschaftlich in hohem Maße auslandsabhängige Land nur noch mit großen Einschränkungen neutrale Politik betreiben konnte. Ein Rückblick anlässlich der Berner Gedenkstunde zum 100. Geburtstag von Generalkonsul Karl Lutz am 3. April 1995. Das historische Verständnis für die Ausnahmesituation und die objektiven Überlebensschwierigkeiten eines kleinen, von der narzisstischen und faschistischen Welt umzingelten Landes darf uns nicht dazu verführen, manche schwere Versäumnisse und Schwächen zu entschuldigen. Nelly Sachs. Ihr Zuschauenden unter deren Blicken getötet wurde. Unter deren Blicken getötet wurde. Wie man auch einen Blick im Rücken fühlt, so fühlt ihr an eurem Leibe die Blicke der Toten. Wie viel brechende Augen werden euch ansehen, wenn ihr aus den Verstecken ein Veilchen pflückt? Wie viel flehend erhobene Hände in dem märtyrerhaft geschlungenen Gezweige der alten Eichen? Wie viel Erinnerung wächst im Blute der Abendsonne? O, die ungesungenen
Wiegenlieder in der turteltaube Nachtruf. Manch einer hätte Sterne herunterholen können. Nun muss es der alte Brunnen für ihn tun. Ihr Zuschauenden, die ihr keine Mörderhand erhobt, aber die ihr den Staub nicht von eurer Sehnsucht schütteltet, die ihr stehen bliebt dort, wo er zu Licht verwandelt wird. Hubert Jacques réduit. La guerre nous a entourés. Oh non. Nous n'étions pas en guerre. Quelques bombardements, 17 fusillés, des réfugiés et des internés, des jardins de pommes de terre. La guerre nous a entourés. Elle était dehors. Nous étions dedans, réduits. Puis vint la paix. La paix nous a entourés. Oh non, nous n'étions pas en paix. Quelques accords du commerce et des affaires, des abris et des réserves. La paix nous a entourés. Elle était dehors. Nous étions dedans, réduits. Puis vint l'histoire. L'inconnu est arrivé. Va-t-elle nous entourer? Serons-nous dans l'histoire? Thank you.
Bis wann willst du mich ganz verlassen? Bis wann birgst du dein Angesicht vor mir? Bis wann noch belaste ich meine Seele mit Sorgen? Trage ich den Tag hindurch Kummer in meinem Herzen? Bis wann noch erhebt sich mein Feind über mich? Weh, die da nennen Böses Gut und Gutes Bös, aus Dunkel machen Licht und Licht zu Dunkel, aus Bitter machen Süß und Süß zu Bitter. Weh, die da weise sind in ihren Augen, vor ihrem Angesicht verständig, die Recht dem Schuld'gen geben für Bestechung und des Gerechten Recht ihm rauben. Die Volksstimme, St. Gallen, vom 1. August 1940. Eidgenossen, jetzt gilt es zu zeigen, ob wir etwas sind oder ob alles Reden von geistiger Landesverteidigung nur leeres Geschwätz gewesen ist. Wir retten die Schweiz nicht, indem wir mit den Wölfen heulen, sondern indem wir an den alten Wahrheiten festhalten, die schon an der Wiege der Eidgenossenschaft gestanden haben. Der Sinn der Menschheitsgeschichte und auch der Schweizer Geschichte ist Freiheit und bleibt Freiheit. Daran wollen wir rütteln und niemals rütteln lassen. Und wo die Freiheit unterdrückt wird und wo Gewalt vor Recht geht, da stehen wir nicht vor höheren Notwendigkeiten, einem neuen Europa mit Zukunft, sondern vor den alten Knechtschaften, vor der Finsternis. Angesichts des heutigen Geredes von Neuordnung, lasset uns gedenken der Worte des Propheten Jesaja. Wehe denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis machen, die bitter zu süß und süß zu bitter machen. Nachrichten aus unserer Gegenwart. Rassismus heute. Bern, 19. Dezember 1992. Auf dem jüdischen Friedhof sind 11 Gräber geschändet worden mit dem Namen Hitler, SS-Zeichen und mit Hakenkreuzen. Esch, Basel-Land, 8. Januar 1993. Mitten im Ortskern werfen Unbekannte nach 1 Uhr früh einen Molotow-Cocktail gegen die Türe der Asylantenunterkunft, in der 26 Männer aus Afrika, Asien und dem ehemaligen Jugoslawien weilen. Einige noch wache Bewohner verhindern den Brandausbruch. In öffentlichen Erklärungen verurteilen Regierung und Parlament von Basel-Land sowie die Landeskirchen und die israelitische Gemeinde Basel den Anschlag aufs Schärfste. Rund 3.500 Menschen demonstrieren am 10. Januar mit einer Lichterkette gegen rassistische Übergriffe. Lausanne, le 5 février 1994.
un Suisse d'origine zaïroise, se présente dans une boutique de Lausanne pour acquérir un pantalon. Le vendeur lui signifie alors que le magasin ne sert pas les Noirs. Cet événement a suscité une vive émotion dans la ville. Une manifestation eut lieu. Depuis, le commerçant a regretté son comportement. Schweizer Waffen heute. Im Irak stammten laut Bericht der UNO-Inspektoren von rund 600 hochtechnologischen Einrichtungen von Saddam Husseins Atomrüstungsprogramm 132 aus der Schweiz. Beim Vorgehen der mexikanischen Armee gegen die aufständischen Indios in Chiapas wurden Flugzeuge vom Typ Pilatus PC-7 eingesetzt. Einen neuerlichen Antrag auf Ausfuhr von PC-9 mit Waffenaufhängevorrichtungen nach Mexiko hat der Bundesrat kürzlich abgewiesen. Ein Gesetz betreffend Kriegsmaterialausfuhr ist in Vorbereitung. Schweizer Flüchtlingspolitik heute. Während des Zweiten Weltkrieges hat eine Schweizerin heimlich jüdische Kinder aus Südfrankreich in die Schweiz gerettet. Bis heute engagiert sie sich für Flüchtlinge in der Schweiz. So zum Beispiel auch für eine tamilische Familie. Im Bund vom 17. Oktober 1994 steht hierzu: Das Asylgesuch ist abgelehnt. Die Ausreisefrist ist festgesetzt worden. Das Ausreisedatum sei unfehlbar einzuhalten. Andernfalls sie mit einer polizeilichen Ausschaffung rechnen müsse. Die sechsköpfige Familie hat Angst. Was sollen wir tun? Wohin sollen wir gehen? Wir haben nichts mehr in Sri Lanka. Alles ist kaputt gemacht worden. Auch unser Haus ist zerstört. Da diese Familie nach dem Stichtag des 30. Juni 1990 in die Schweiz geflüchtet ist, befürchtet die Schweizer Flüchtlingshelferin, dass ihre Schützlinge jeden Moment mit 30 Kilogramm Reisegepäck pro Person ausgeschafft werden. Erich Fried. Dann wieder. Was keiner geglaubt haben wird, was keiner gewusst haben konnte, was keiner geahnt haben durfte, das wird dann wieder das gewesen sein, was keiner gewollt haben wollte. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu toujours? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand me mettrai-je en souci le chagrin au cœur chaque jour? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Laisse la lumière à mes yeux. Sinon je m'endors dans la mort, mon ennemi dira « Je l'ai vaincu » et mes adversaires jouiront de ma chute. Moi, je compte sur ta fidélité, que mon cœur jouisse de ton salut, que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Thank you.
Der Vorstandspräsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes im Jahr 1945. Wir täten gut daran, uns aller unserer Mängel und Unterlassungen bewusst zu werden. Wir haben oft weder zu sprechen noch zu handeln gewagt, beherrscht von der Furcht vor einschüchternden Mächten. Wie vieles ist ungesagt geblieben und wie vieles haben wir außerdem noch toleriert, das uns mit Scham erfüllt, weil solche Dinge mit unserer schweizerischen Ehre, unserer Freiheitsidee und vor allem auch mit den Forderungen des Evangeliums unvereinbar sind. Kurt Marti, die Hoffnung. Die Hoffnung geht zu Fuß. Die Hoffnung steigt ins Tram. Die Hoffnung fährt Bahn. Die Hoffnung schaut den Wolken nach. Die Hoffnung erfreut sich am Mond. Die Hoffnung hat Zeit. Die Hoffnung verteidigt Bäume und Igel, die Hoffnung versteckt Asylanten, die Hoffnung kauft im Drittweltladen ein, die Hoffnung kann zornig werden, die Hoffnung kann traurig sein, die Hoffnung lacht subversiv, die Hoffnung sucht das Recht des Andern, die Hoffnung findet Schönheit. Die Hoffnung ist zärtlich. Friedrich Dürrenmatt, Schweizer Psalm, Römisch 1. O Schweiz, Don Quixote der Völker, warum muss ich dich lieben? Ich liebe dich anders, als du geliebt sein willst. Ich bewundere dich nicht, ich lasse nicht ab von dir. Ein Wolf, der sich in dich verbiss. Deine Sattheit mit Füßen stampfend höhne ich dich, wo du schlecht bist. Deine Ahnen lassen mich kalt, ich gähne, wenn ich von ihnen höre. Nicht das liebe ich, was du bist, nicht das, was du warst, aber deine Möglichkeit liebe ich, die Gnade, die immer hell über dir schwebt, das Abenteuer, heute dir anzugehören, die Kühnheit, jetzt, gerade jetzt keine Furcht zu haben, den heiligen Wahnsinn, dich zu bejahen. Denn mein Land bist du nur, wenn du ein Wunder bist, ein Mann, der nicht einsinkt, wenn er über das Meer schreitet. So dürste ich nach deinem Glauben, mein Land.
Auferstehung, Marie-Louise Kaschnitz. Manchmal stehen wir auf. Stehen wir zur Auferstehung auf. Mitten am Tage. Mit unserem lebendigen Haar. Mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht. Und dennoch unverwundbar. Geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Thank you.
Sonnei el Hearim meain Yavo Ezrimeim Adoshem Ose Shamayim Varet Al Yiten Lamot Raglecha Al Yanum Shomerecha Hine Lo Yanum Velo Yishan Shomer Yisrael Adoshem Shomrecha Adoshem Tzilcha Al Yad Yeminecha Yomam Hashemesh Lo Yakeka Ve'yareyach Balayla Adoshem Yishmorecha Mikol Ra Yishmor Et Nafshecha Adoshem Yishmor Tzedcha Uvoecha Me'ata Ve'at Olam. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours, d'où viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alzo gli occhi verso i monti. Chi mi potrà aiutare? L'aiuto mi viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Il Signore proteggerà la tua vita, ti proteggerà da ogni male. Il Signore ti proteggerà quando parti e quando arrivi, da ora e per sempre. Le Seigneur te garde tout mal, il garde ton âme. Le Seigneur te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Amen.